Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, da ist unser schöner neuer Start mit den bis zu 60 Stufen Ölbohranlagen. Und wir werden mal schauen, dass wir hier die Migration noch hochtreiben. Und gehen mal über die Migrationslinse. Und da haben wir hier eine... Haben wir schon wieder überarbeitet. Sieht schon wieder ein bisschen anders aus, als ich es gewohnt bin. Na gut, auf jeden Fall haben wir hier die plus 100% durch koloniale Umsiedlung mit dran. Und das ist praktisch wie bei einer Kolonie. Ja, also dadurch profitieren wir auch. Das ist dieses Gesetz, das wir haben. Bei Kolonialisierung haben wir koloniale Umsiedlung. Plus 100% Migrationsanziehung in nicht inkorporierten Staaten. Also, das gilt nicht nur, wenn wir kolonisieren, sondern das gilt auch, wenn wir neue Staaten erobern. Und jetzt möchten wir hier noch den Lebensstandard nach oben treiben. Das sieht man ja auch in dem... Nein, im Tooltip jetzt nicht. Aber wenn wir hier nochmal wechseln... Da sieht man es ja hier, plus 14,5 durch den Lebensstandard. Und da kommen halt noch die Modifikatoren drauf. Aufruhr ist natürlich besonders schlimm, besonders schlecht. So, wir werden jetzt mal in dem neuen Staat, in Basra, alle Gebäude subventionieren. Ich glaube, in der letzten Folge hatte ich gesagt, wir brauchen noch nicht subventionieren. Die Leute suchen sich schon die, die bestbezahlten Arbeitskräfte, Arbeitsplätze. Aber... Wir möchten jetzt den Lebensstandard hier nach oben treiben und subventionieren einfach mal alles. So. Was ist sonst noch am Laufen? Das können wir, glaube ich, ignorieren mit der großen Ausstellung. Ja, da werden wir einfach nicht mit fertig. Wir haben die Bauleiste voll. Ja, 42 Wochen. Wir können ja hier noch ganz viel ausbauen. Mal schauen auf die, müssen wir achten auf die Infrastruktur. Bauen wir hier ruhig auch noch einen Hafen aus. Ja. So. Und dann geht's weiter. Warenzufuhrknappheiten. Clipper. Wer möchte denn Clipper haben in unserem Land? Kaufaufträge 0. Das ist ja Quatsch. Oder haben wir da im Nachkommastellenbereich? Nee. Hm. Dann verstehe ich das nicht. Da brauchen wir auch keine Clipper. Na okay. Unproduktive Handelsrouten mal überprüfen. Ah, hier sind zwei auf Stufe 1. Die beenden wir. Die fällt... Oh. Papier. Von 60 prognostiziert auf 1. Das ist natürlich krass. Was ist mit dem mit Papier passiert? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr diesen großen Bedarf. Okay. Gut. So. Hafen fertig in 7. Die ersten Ölbohranlagen auch fertig in 7. Bevölkerung. Ah, keine Migration, das ist schade. ja, wir haben auf jeden Fall keine Probleme oder sollten keine Probleme haben mit Diskriminierung, weil da haben wir ja auch alles damals für die
Kolonialisierung so eingestellt, dass wir keine Diskriminierung haben. Multikulturalismus. Kulturen werden aufgrund folgendem akzeptiert. Immer. Völlige Trennung. Religionen werden auch immer akzeptiert. Also, das sollte ja kein Problem sein. Wir können hier natürlich auch noch mal ein bisschen ins Militär investieren. Ja. Ein bisschen Besteuerung. Mal eine Stufe von der Regierungsverwaltung bauen. Mal eine Stufe von der Universität bauen. Ja, und wir machen wieder Gewinn. Sehr gut. Leute, das wird richtig schön, wenn wir hier unser Öl haben. So, mangelnde Arbeitskräfte. Und hier brauchen wir... Ah, okay. Verstehe. Jetzt brauchen wir aber keine Clipper mehr. Kühlwaggons. Und es wird subventioniert. Auf jeden Fall. Die Reisfelder. Mal ein bisschen modernisieren hier. Die Höfe. So. Tabakplantagen. Auch alles auf den neuesten Stand. Stadtzentrum. Ah, das müsste eigentlich schon ganz gut sein, so. Okay, öffentliche Motorkutschen. Okay, Achtung. Die Bauleiste ist nicht mehr ganz ausgelastet. Wir können hier ja auf jeden Fall auf die 60 gehen. Das möchte ich mal auf jeden Fall haben. Und hier die Schwefelminen können wir auch ausbauen. Auf 32. So. Jetzt haben wir die Migration. Jawohl. 55.000. Jährlich gesehen. Wöchentlich 1.000. Ja. Hohe Migrationsanziehung. Dieses Pop-Up hatte ich vorhin vermisst gehabt. Aber okay. Ah, okay, wir hatten halt noch keine Migration gehabt, deswegen kam dann mir das Pop-Up so ein bisschen klein vor. Die Aufruhr ist auch schon wieder zurückgegangen, von 75% auf 50%. Und wir werden jetzt erstmal noch nicht inkorporieren. Wir möchten noch den Modifikator mit der hohen Umsiedlung. Da, wenn wir inkorporieren, die Institutionen, die greifen halt nur bei kooperierten Staaten. Aber wir können die Arbeitsschutzamt noch erhöhen auf 5. Und Gesetzeshüter auf 5. Obwohl. Also die Institutionen, die greifen nur bei inkorporierten Staaten. Man sich halt überlegen. Was ist uns dort lieber? Die Bildungsmöglichkeiten in Basra würden natürlich durch Inkorporierung deutlich steigen. Aufruhr werden wir hoffentlich bald keine mehr haben. Weniger Sterblichkeit. Ah. Lass uns erstmal noch mal ein bisschen so laufen mit der hohen Migration. Einmal überprüfen, ob irgendwelche anderen Dinge anbrennen.
Lebensmittel. Boah, Wein so teuer. Okay. Ist auch gar nicht mal so schlecht, weil wir produzieren ja selbst sehr viel Wein. Ah, Lebensmittel. Da können wir doch bestimmt noch was machen. Ah, hier können wir dann demnächst wieder auf die Konserven gehen, weil wir Öl haben. Hier. Vakuumierung. Also nicht auf Konserven, sondern Vakuumierung. Und dann viel mehr Lebensmittel produzieren. Okay. Also von der Prognose her wäre das erstmal negativ. Und Fisch bräuchte man dafür auch noch mehr. Also Öl und Fisch und dann kriegen wir ganz viel Lebensmittel. Ölwaggons. Scheinen produktiv zu sein. Okay, machen wir das. Dann gehen wir ja auch ruhig auch auf Börsen notiert. Okay. Gehen wir über die andere Ansicht. Gehen wir hier über ja, Fischereianleger. Haben wir ganz viele Arbeitslose in Celebes. Boah, Belgisch, West-Neuguinea. 232.000 Arbeitslose. Krass. Ja gut, in Celebes kann man ja nur 3 Schuften ausbauen. Wir können das eigentlich alles komplett ausbauen, ja. Ja, nicht viele Stufen. Ah, okay. Umi haben wir hier noch. Einmal 7, einmal 1. Mal auch direkt ausbauen. Kohle. In Botswana Infrastruktur. In Botswana und Kongo noch ein bisschen die Eisenbahn ausbauen gleich. Botswana und Kongo. Botswana und Kongo. Oder Häfen. Ja. Dann natürlich eher die Häfen. So, am Anfang zu am Ende war das. Botswana hat keinen Hafen. Zweimal die Eisenbahn am Anfang. Zweimal am Ende. Okay. Also hier werden jetzt auch Leute eingestellt. Bei den Stadtzentren, Regierungsverwaltung, Universität. Bei den Kasernen. Ölbohranlagen. Ja, jetzt werden hier zumindest schon mal 382 Öl produziert. 400. Ein Event. Die Gesetze über ansteckende Krankheiten. Die Streitkräfte in Belgisch-West-Neuguinea, angeführt von Pierre-Guillaume de Baer, verlangt eine Lösung für die hohen Ansteckungsraten mit Geschlechtskrankheiten unter Männern. Sie bittet um die Durchsetzung von Gesetzen, die es der Polizei erlauben, Frauen, die man der Prostitution verdächtigt, in geschlossenen Heilanstalten festzusetzen. Die Begründung dafür soll sein, dass diese Frauen Geschlechtskrankheiten verbreiten.
Diese gefallenen Frauen sind eine Frau für jeden moralischen Anstand. Sie müssen eingedämmt und behandelt werden, damit sie ihre sündigen Krankheiten nicht in der ganzen Nation verbreiten. Ja, minus 2 Lebensstandard, okay. Und dann auch noch in der Unterschicht. Meine Güte, ist das ein bisschen diskriminierend hier. Ja. Was machen wir jetzt? Wir schauen uns mal an, ganz pragmatisch, wo wir bei den Streitkräften stehen, plus 12. Die Streitkräfte sind natürlich sehr wichtig. Wir möchten hier den Modifikator Patriotische Eifer nicht verlieren. Und hier werden wir dann nur noch auf 11. Also, es geht ja nur um einen Start. Dauerhaft minus 2 Lebensstandard. Dauerhaft minus 2 möchte ich aber auch nicht haben. Dann lieber minus 1 bei den Streitkräften für 5 Jahre. Okay. Ja, hier bei den Ölbohranlagen müssen wir eigentlich nicht subventionieren. Aber wir lassen es trotzdem mal laufen. Vorsichtshalber sozusagen. Und Migration. Ja, hohe Migration. Die Aufruhr ist komplett weg. Die Leute verdienen gutes Geld, sind zufrieden. Und werden ja auch nicht diskriminiert. Sind froh, dass sie zu den Vereinigten Belgischen Staaten gehören. Und machen sich über die Nachbarn lustig. So muss das sein. Ja, weiter expandieren oder erstmal das Ganze genießen. wo gäbe es denn... Da schauen wir uns mal unsere Ressourcen an. Jetzt haben wir am meisten Probleme sogar bei Kohle. Bei Öl schon weniger. Ja, bei Öl können wir noch ganz viele Produktionsmethoden dann umstellen, dass wir dann mehr Öl verbrauchen. Das wird kein Problem sein. Ah, Kohle ist krass. Wir müssen das rausnehmen und dann haben wir da hätten wir hier noch ganz viel Kohle möglich. Ach, wie sieht's hier aus mit dem Aufstand? Ihr gehört wieder alle zum Norddeutschen Bund. Aber wenn ich das sehe, Leute. Die bauen hier aus 17 von 80. Und wir werden da auf jeden Fall bei 76 von 76 und bei 80 von 80. Ja. Nordrhein-Westfalen. Der Norddeutsche Bund. Wie sieht es da diplomatisch aus? Hat selbst eine Verpflichtung gegenüber der Britischen Republik und einen Handelsvertrag mit der Britischen Republik. Können wir uns das ja nochmal hier über die Diplomatie-Spiele anschauen.
Wenn wir das so machen würden, der Norddeutsche Bund wäre selber auch schon sehr stark. Aber doch nicht so stark wie wir. Wir bauen ja noch mal ein bisschen das Militär aus. Und wenn wir dann genug Öl haben, werden wir dann noch mal die Produktionsmethoden optimieren. Ah, okay. Was hätte man da noch für Möglichkeiten? Ach, da setzen wir schon Öl ein, okay. Aber hier, da könnte man noch auf mechanisierte Infanterie gehen, müssten das aber auch noch erforschen. Oh, Munition und Panzer. Ja, okay, da müssen wir unsere Waffenfabriken wahrscheinlich auch noch modernisieren. Das ist natürlich dann wieder hier. Waffenfabriken. Ja, Bolzenrepetiergewehre. Dafür brauchen wir Öl. Da kriegen wir viel mehr Handfeuerwaffen. Ja, okay, aber das bringt uns ja nicht mehr Stärke an sich. Das hier. Das macht nur die, ja, potenziell die Waffenfabriken produktiver. Munitionsfabriken. Sprenggranaten. Das ist das gleiche Prinzip. Die Produktivität steigern, ja. Markt, Militärwaren, Munition sehr teuer, ja. Trotzdem hat sich diese eine Anpassung, würde sich nicht lohnen. Hier, Sprenggranaten. Jetzt in der Ansicht lohnt es sich? Also irgendwie ist da doch noch der Wurm drin, Leute. Oder es lohnt sich nur in Holland, aber nicht in Flandern? 23 Stufen in Holland umstellen. Lohnt sich so krass. Und 20 Stufen in Flandern umstellen lohnt sich gar nicht. Das macht doch keinen Sinn. Gut, wir haben hier die Fertigungsförderung, die den Durchsatz halt steigert. Um 20%. Jetzt, der merkt sich nie die Stelle, wo man war. Wir machen das jetzt. Ja, mehr Munition, zack. Also hier ist es auf jeden Fall zurückgegangen. Das ist klar. Ganz eindeutig. Und hier auch. Und da sofort die Leute entlassen. Eieiei.
Öl in Rio Grande entdeckt, sehr interessant. Hat man einfach keine Vollbeschäftigung, würde man eigentlich noch viel mehr Munition produzieren. Wir haben jetzt Vollbeschäftigung. Okay. Munitionspreis plus 13,7%. Oh, das ist ja nicht, die sich die Schelle merkt, ne? Meine Güte. Und da haben wir einen Mangel an Arbeitskräften. In Holland. Keine Arbeitskräfte, krass. Haben wir jahrelang, jahrzehntelang gegen die Arbeitslosigkeit gekämpft und jetzt haben wir nicht genug Arbeitskräfte für die Munitionsfabriken. Obwohl sie produktiv sind. Ja. Ja, wenn wir jetzt in den Krieg, wenn wir jetzt Krieg hätten, dann würden die Munitionspreise steigen. Oder wenn wir jetzt, vielleicht unsere Schiffswerft nochmal ausbauen, unsere Marinebasen. Und dann würden die Leute ja in den Munitionsfabriken arbeiten gehen. Ist ja eigentlich okay. In den Chemiefabriken würden auch noch viele Beschäftigung finden. In den Stahlwerken auch. Okay, ist ja gar nicht mal so verkehrt. Na gut. Ja, dann. Marinebasen. Ja, und die Prognose, die stimmt halt nicht. Weil die Preise von der Munition steigen, mehr Leute gehen in die Waffen, in die Munitionsfabriken und dann steigen die Preise ja nicht entsprechend hoch. Ist halt die Frage, ob wir das, wir die Schlachtschiffe überhaupt brauchen. Und bei den Schiffswerften. Wie sieht's da aus? Da haben wir schon ausgedehnter Marineschiffbau. Prozent Beschäftigung, 78%, okay. 100%. Über den Weg hier. Schiffswerften. Blandern ganz viele Arbeitslose. Mal wieder. Aber wollen wir ruhig mal 30 Stufen in Flandern, Schiffswerften. Jawohl, so, wir werfen einen Blick auf unser, auf Basra. Und wir hatten Öl gefunden in Brasilien irgendwo. Werfen wir auch gleich nochmal einen Blick drauf. Ölbohranlagen. 60 von 60. Und ...964 Öl wird produziert. Und wir haben bei Öl haben wir minus 35,6%. Krass. Motoren teuer. Transport teuer. Und wir hatten ja gesehen gehabt, Lebensmittel waren hier relativ, ein relativ starker Kostentreiber. Und jetzt immer noch. Und da könnte man doch jetzt eigentlich auf Vakuumierung umstellen, oder? Mal das hier einmal machen.
Dann, ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Makroökonomie fertiggestellt. Plus 50% Handelsroutenmenge. Plus 25% Handelsrouten-Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt haben wir einen Mangel an Fisch. Das ist natürlich, das ist krass. Das darf nicht sein. Dann müssen wir da zurückgehen. Aber Warenzufuhrknappheit dürfen wir uns nicht erlauben. Dann gehen wir wieder zurück. Fisch importieren. Von den Franzosen 810. Osmanen 405. Briten. Portugiesen. Obwohl. Wenn wir es jetzt nochmal versuchen. Direkt wieder eine Knappheit. Nee, keine Knappheit. Jetzt sind wir hier nur im teuren Bereich. Öl auch. Ah, Öl ist wieder teuer geworden. Aber die Lebensmittel sind jetzt mit Sicherheit günstiger. Sollten gleich günstiger werden. Ja, okay, wir hatten den Flander noch mal kurzzeitig umgestellt gehabt. Ging aber ein bisschen hin und her. Okay, jetzt gehen die Preise ja zurück. Jawohl. So, nächste Technik. Ich habe Brasilien nicht vergessen mit dem Öl. Vielleicht hier im Militärbereich jetzt nochmal was. Flammenwerfer. Chemische Kriegsführung. Ah. Chemische Kriegsführung, ja. Machen wir. Bürokratisches Defizit. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir werden jetzt in der Folge nochmal einen Blick werfen auf Brasilien. Da wurde Öl gefunden. Oder doch nicht? War das nicht Brasilien? Ja. Aber eigentlich sollten wir jetzt erstmal genug Öl haben. Und wir könnten uns wirklich mal hier auch mal was. Ja, Nordrhein, Westfalen uns schnappen. Ja. Ah, Militär wird ja noch weiter ausgebaut. Militärwaren sind ja eigentlich okay. Da wird da vielleicht auch noch was exportiert. Ah, Handfeuerwaffen werden sogar exportiert. Sehr gut. Munition. Ah, wird minimal exportiert. Und Artillerie wird auch noch viel exportiert. Nichts importiert. Also da sind wir stabil. Da sind wir stabil. Ja, könnten wir angehen. Könnten wir angehen. Ah, Lebensmittelpreise sinken. Ja, das muss man alles angehen hier noch. Zucker, Fisch, Öl.
Handelsrundmenge von Fisch, Import von Fisch. Steigt noch, ja. Ah, okay. Gut. Oha, teilweise sinken die, die Importrouten auch wieder. Aber die eine wächst ja noch. Ah. Naja, gut. Okay, gut, Leute. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und das nehmen wir ab. Macht's gut. Bye, bye.